Vom 4. bis zum 8. März findet derzeit die ITB in Berlin statt. Auf der Leitmesse der weltweiten Reisebranche präsentiert sich das Urlaubsland Österreich mit einem beeindruckenden Gemeinschaftsstand mit rund 170.000 Besuchern und etwa 7.000 Journalisten in Halle 17. Zum Auftakt der ITB fand das bereits traditionelle Pressegespräch mit Wirtschafts- und Tourismusminister Reinhold Mitterlehner statt. Wir müssen uns auf die Traditionsmärkte konzentrieren, andererseits aber neue Märkte ansprechen. Die BRIC-Staaten kennen Sie als von der Tourismusstrategie. Die Zahlen belegen die Richtigkeit dieser Vorgangsweise. Wir haben eigentlich eine ausgesprochen gute Entwicklung. Wie Urlaub in Österreich bei den Gästen ankommt, präsentierte die neue Spatenobfrau Petra Nocker-Schwarzenbacher. Ich darf Ihnen hiermit auch heute erstmalig Ergebnisse der aktuell ausgewerteten Gästebefragung Timona von Sommer 2014 präsentieren. Die Top-Attribute, das freut uns besonders. Bei uns ist es erholsam, wir sind gastfreundlich und vor allem auch sehr gemütlich. Der Walzer feiert sein 200-jähriges Jubiläum. Sound of Music, das 50-jährige und 49 Jahre nach dem Sieg von Udo Jürgens, bringt nun Conchita Wurst den Eurovision Song Contest zurück nach Wien. Grund genug, Musik auch zum Schwerpunkt des diesjährigen Österreich-Auftritts auf der ITB in Berlin zu machen. Der wirkliche Wert der Angelegenheit ist ja die Positionierung von Österreich in Augen und Ohren der Zuschauer. Eine bessere Chance gibt es nicht, weil der Song Contest ja schon längst nicht mehr als nur ein Contest ist, sondern der Song Contest wird immer mehr eine Bühne, wo gesellschaftspolitische Statements fallen und wo das auch eine politische Bedeutung erlangt. Internationalisierung ist auch für den heimischen Tourismus das Gebot der Stunde. Tatsächlich sind die Wachstumsraten der Zukunft nur im asiatischen Bereich derzeit zu holen. Wir könnten bis 2020 übrigens unsere asiatischen Ankünfte praktisch verdoppeln in manchen Regionen. In der konkreten Umsetzung wird das digitale Marketing für die Österreich-Werbung immer wichtiger. Stellen Sie sich vor, unser gesamtes unser Marketingbudget, derzeit sind wir auf dem Weg zu 25% davon, werden nur noch mehr online ausgegeben. Es gibt Kampagnen, die überhaupt nur noch mehr online passieren. Die Österreich-Werbung präsentiert sich dem internationalen Publikum auf rund 1300 Quadratmeter, gemeinsam mit rund 70 Partnern aus ganz Österreich. Angefangen von den Landestourismusorganisationen, touristischen Regionen hin zu Städten und anderen Leistungsträgern.